Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Teil 1. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sind in Dakato-System. Ach, ich vergesse jedes Mal den Namen wieder. Und da haben wir die letzte Mission vor uns. Das ist auch die Mission, die müssen wir schaffen. Wenn wir die nicht schaffen, können wir das System definitiv vergessen. Es ist noch nicht mal sicher, wenn wir es so schaffen, ob wir dieses System schaffen können oder nicht. Ah, das hört sich ja toll an. Den müssen wir wahrscheinlich machen. Hier fest in der. Dorkhead Glastanker. Ein auf 1. Okay, die Transporter sind unsere Hauptdings. Okay. Alles klar, die Transporter zerstören. Das hört sich tatsächlich nach einer schwierigen Mission an. Also die Transporter sollen wir zerstören und werden von einen Ass quasi, einen Elite angegriffen. Na gut, schauen wir mal, wie das wird. Wir werden auf jeden Fall mal wieder die Kanonen auf Fullkanonen machen. Damit bin ich eigentlich ganz gut klargekommen auf dem Schiff hier. So. Intercept Enemy Tanker Near Enough 1. Alles klar. Dann wollen wir mal die Gegner ein bisschen ärgern. Das fragst du noch? Mach das doch einfach. Ja, okay, du bist nicht Maniac. Die Raketen würde ich mir gerne aufsparen für die anderen Schiffe, diese Tanker, die wir erledigen müssen. Okay, den Hammer. Jetzt ist die Frage, müssen wir den Tanker da auch zerstören? Okay, das war jetzt keine gute Idee. Da hätte ich Raketen einsetzen sollen. Aber war das jetzt auch so ein Teil, das wir zerstören mussten eigentlich? Oder sollten wir da nur die Tanker erledigen? Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig kapiert gehabt. Weil eigentlich hieß es ja, jetzt muss ich es mir nochmal genau anschauen. Eigentlich hieß es ja bei NAV 2, diese Tanker, die sind das Problem.
Doch, das ist auch so ein Tanker. Ja, alles klar. Auch den Tanker müssen wir machen. Aber der war, ja, wahrscheinlich müssen wir tatsächlich erstmal die Jäger erledigen, denke ich mal. So, geben wir dir den Angriffsbefehl. Und dann schauen wir mal, dass wir hier erstmal ein paar Jäger erledigen kriegen, denke ich. Die Raketen werden wir uns tatsächlich für die Tanker aufsparen, denke ich mal. Eieiei, von hinten sind unsere Schilde weg. Das ist mir schon mal nicht gut. Na komm schon. Ein Treffer. Na, der lebt immer noch. Aber der ist schon ziemlich angeschlagen. Wenn ich sehe, wie viele Gegner hier sind, ist es keine so tolle Sache. Wir sind viel zu langsam. Viel zu langsam, um die Gegner zu erledigen. Na also. Da dürfte unser Ding sein, Knight. Dann wollen wir ihm mal ein bisschen helfen hier. Noch ein Flügelmann will ich eigentlich nicht verlieren. Das muss nicht sein. So, sehr schön. Nein, den Tanker gehen wir jetzt noch nicht an. Wir erledigen erstmal die Jäger. Das ist wahrscheinlich das Sinnvollere, erstmal die Jäger zu machen, bevor die Kleinholz aus uns machen. Hoppala. So wollte ich denn eigentlich jetzt nicht zerstören, aber gut. Eieieiei. Wir werden es zerstört. Nein! Das darf nicht sein. Ja, wir sind nicht mehr auf Volldings, aber gut. Ich wollte ihn eigentlich nicht zerstören, indem ich ihn ramme. Das war vielleicht, ja, war ja auch keine Absicht gewesen, aber gut. Okay. So, noch ein Jäger und dann haben wir noch den Tanker. Den Tanker sollten wir mit Raketen bestreichen, denke ich mal. Sorry, du bist einfach in meine Schusslinie reingeflogen. Da konnte ich auch nichts dafür. So.
So, sehr schön. Okay, das heißt, wir haben ihn. Sehr gut. Eine Waffe haben wir zwar verloren, aber na gut. Müssen wir immer noch nach NAV 1? Achso, drück die ganze Zeit die falschen Tasten. Kein Wunder, geht es nicht. So, jetzt geht's nach NAV 2. Jetzt wollen wir auch Tanker erledigen. Machen wir es so wie bisher. Erstmal die Gegner erledigen. So. Oh, das ist der Ass-Gegner. Vielleicht hätte ich noch warten sollen, bis mein Dings. Bis meine Schilde wieder aufgeladen sind. Ja, ich versuche ja, dir zu helfen. Ja, das war doch ein schöner Treffer. So. Oh, du bist so weit weg. Und ich glaube, der hat es auf dich abgesehen, was? Na gut, schauen wir mal. Soll man eine Rakete dafür verwenden? Nee, eigentlich nicht. Das hat gesessen. Hat leider noch nicht ausgehangt. Aber da fehlt nicht mehr viel. Eieieiei. Hat er mich wieder gerammt? Oder mich hier irgendjemand gerammt? Komm schon. Es wäre nicht verkehrt, wenn du weg wärst. Flieht er? Nett. Sehr schön. Oh, da kommen Gegner. Und wir haben auf jeden Fall die Tanker hier. Die müssen weg. Der erste ist weg. Dann schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall noch einen Gegner. Wollen wir mal erstmal den Gegner erledigen, oder? Der hat es auf Knight abgesehen. Und einen Tanker haben wir dann auch noch da. Ah, das sind zwei Gegner. Viel kannst du nicht mehr aushalten. Dein ganzes Schiff ist schon rot. So, der wäre erledigt.
glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, verschwindet Knight. Okay, der Hammer. So. Haben wir irgendwelche Raketen noch? Nee. Und den haben wir auch. Ha, perfekt. Wir haben sie. Wir haben sie. Knight ist, glaube ich, abgehauen. Beziehungsweise der ist zurückgeflogen. Weil er zu sehr am Ding war. Der ist nicht gestorben. Also so habe ich es jedenfalls mitgekriegt. Ich hoffe, das war es auch. Schnell noch so NAV 2 geflogen, da war nichts mehr, das haben wir ja alles schon erledigt. Wir haben nur NAV 2 nicht richtig erreicht gehabt. Ich würde sagen, die Mission ist gut gewesen. Hallo? Wieso kann ich hier die Tiger's Claw? Wieso habe ich keine Kommunikation-Ding hier? Ah, ich habe irgendwie einen Bug anscheinend. Ich kann nicht kommunizieren. Wie soll ich jetzt die Landeerlaubnis anfordern? Ach du Scheiße, das ist jetzt aber extrem blöd. Aus irgendeinem Grund. Eine Unit zerstört. Aus irgendeinem Grund kann ich jedenfalls nicht, habe ich keine Kommunikation mehr. Jetzt habe ich die Mission gut geschafft, kann aber nicht landen anscheinend. Aber das sind nur die Absorbers, also nichts mit Kommunikation. Kann ich einfach so landen? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, schauen wir mal nochmal auf die Karte. Tiger's Claw. Already near. Warum kann ich hier zum Teufel keinen Funk? Warum? Wisst ihr was? Ich probiere was aus. Ich fliege nochmal nach NAV 1 und dann nochmal zurück. Ich habe keine Funkverbindung mit der Tiger's Claw. Ich kann nicht funken und um Landeerlaubnis anfordern. Und damit wäre die ganze Mission am Arsch, sozusagen, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich glaube nicht, dass ich ohne Landeerlaubnis landen kann, oder? Aber was mache ich jetzt? Eigentlich müsste ich jetzt die ganze Mission nochmal neu machen. Ah, jetzt geht's. Ich weiß nicht, warum es dir nicht gegangen ist, aber ich habe keine Funkverbindung mit der Tiger's Claw gekriegt. Uff, ich habe echt schon gedacht gehabt, das geht nicht mehr. Oh Mann, nochmal Glück gehabt. Keine Ahnung, was das Problem jetzt gerade gewesen ist, aber egal. Ja, ein bisschen haben wir was abgekriegt. Kann man nicht anders sagen. Aber wir haben die Tanker, glaube ich, gekriegt. 3 Tanker insgesamt waren das. Oh, und wir haben dann sogar den Ace bekommen. Diesen
ist ein Elite-Gegner von den Kilrathi. Mission Debriefing. Good landing, Okami. How did things go out there? The tank has been nailed, sir. She went up in a flash. Good job. How did you fare against the troop carriers? We took out the first transport without too much problem. The second one was Tasha, but we got her too. I know that you boys could do it. That's damn good work. According to the log, you shut down Bakotosh Redclaw. My congratulations. According to your flight recorder, you washed 11 of the foosballs, Okami. Nicht schlecht, 11 Stück. And Knight took down one. 11 Stück, das ist eine Menge. Major, stop by my office after your shift. Dismissed. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Blair, come in. I need to speak with you. Yes, sir. We'll be leaving Dakota soon, and I need to make some personal changes. Effective immediately following the jump, you'll be reassigned. I want you in one of the new repair class mediums in Black Lion Squadron. Yes, sir, you won't be sorry. Good, I'm glad to hear it. That's all, then, Major. Dismissed. Mainwell. Human colony on the underwater planet, Hurricane. After the Terran fleet has defeated the Kilrathi at Port Headland, Hurricane's planetary defense head off a last-ditch Kilrathi assault. Port Headland? Wieso Port Headland? Nach Port Headland kommen wir doch gar nicht. Naja, egal. Reden wir noch mit denen hier mal? Hoppala. So, we are in Kurosawa. Kilrathi call it Wahashta, they say. Empire's post to have several bases on around the fourth planet. So, I guess your boys be seeing some serious action soon. Still, we're not the first Terran ship here. I heard the Kilrathi in system are already half beat. Ja, okay, das heißt, wir haben das System Dakota geschafft. Auch nicht schlecht. I'm going inside listening to Angel talk about full to acceleration Rattos. Heard that we are about to raid some foosball bases. That'd be great. I haven't shot at anything in a week. And I'm starting to get restless. Okay, noch mit Angel reden. Hallo, Okami. You have a moment, no? The Colonel has directed your crew chiefs to prepare our rapiers for battle. I had hoped we would have flown them more before now. Salarvi. Should you get the chance, let me know how they fly. It's dress important.
Au revoir, Okami. So, dann schauen wir noch schnell hierher. Matchup Lair, wir sind auf Platz 1. Haha, sehr schön. Dann würde ich hier auch schnell speichern. Das heißt, wir sind auf System 6, Mission 1. Und da wir im neuen System sind, sehen wir uns gleich wieder auf der Karte. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf der Karte. Und das Dakota-System haben wir fertig. Das heißt, Dakota, das hier kommt weg. Und das kommt weg. So, so sieht's aus. Enyo, McAuliffe, Gimle, Brinstone, Dakota und jetzt ins Kurawasa-System. Da müssen wir 3 Missionen schaffen, 40 von 50 Punkten. Dann haben wir, wenn wir es nicht schaffen, das Kurasawa-System, geht es auch wieder nach Rostov. Das heißt, wenn wir dieses System nicht schaffen, kommen wir genau dahin, wo wir auch hingekommen wären, wenn wir Dakota nicht geschafft hätten, was ja auch ziemlich eng gewesen wäre. Ja, und wenn wir... Moment, wo bin ich? Hier bin ich. Und wenn wir dieses Kurawasa schaffen, kommen wir hierher nach Venice und da gibt es nochmal 4 Missionen. Und ja, ihr seht schon, Venice hat eine Mission mehr als die anderen und das ist auch unser Ziel. Das heißt, wenn wir nach Venice kommen, werden wir das Spiel geschafft haben. Da müssen wir noch nicht mal eine Mission mehr verlieren. Nach Venice und wir haben es geschafft. Das heißt, unsere Möglichkeit ist, nach Venice zu kommen oder nach Rostov. Je nachdem, ob wir das Kurawasa-System schaffen oder nicht schaffen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!